Herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Und wir brauchen immer noch 5 Banditen, die wir mit der Waffe töten. Und wo geht das besser als hier unten? Da rannten ja auch genug rum. Die ballern wir mal eben noch ab. Fahrzeug in Ruhe lassen. Das geht ja nicht so. So. Können wir hier auch ihren Haufen. So. Dann steigen wir hier auf. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass ich jetzt wieder volle Munition habe. Ich bin nämlich da hinten, wo wir wo das Motel oder so war. Da war nämlich auch ein Waffenautomat. Hier war zwar jetzt noch ein Köter, aber den wollte ich jetzt nicht. Jetzt sag nicht, dass hier noch alle tot sind. Eigentlich nicht, die müssen auch alle wieder da sein. Ah ja. Die sind da. Ah, hinter uns sind auch schon wieder welche. Und wir sind auch gleich tot, wenn wir nicht aufpassen. Laden wir mal eben nach. Weil da ja noch diese bescheuerten Vögel schon wieder kommen müssen. So. Zwei brauchen wir noch. Keine Munition für uns. Wo ist denn der? Der ist so weit weg. Nimm mal lieber den. Panzer. Das ist ja wieder ein Glasmod für jemand anders. Vergoben war. So. Das war's schon. Lautet mein fundiertes medizinisches Urteil. E-Tech ist einfach der Hammer. Komm zurück, wenn du da draußen fertig bist. Ja, brauchen wir uns jetzt hier nicht noch groß aufhalten. Den öffnen wir allerdings noch. Können wir verkaufen. Die auch. Die auch. Ja, die auch. So. Dann mal. Ja, das Blöde, das einzigste Blöde an dieser Waffe ist, dass die so derbe Munition verbraucht. So schnell. Also. Das ist jetzt nicht so. So gut. Ich weiß jetzt gar nicht, konnten wir von hier auch reißen? Muss ich mal eben gucken. Das war nicht so ein Teil. Und gespeichert hat er erstmal. Na egal, wir können ja auch zurückfahren. So. Ach nee, das war auch bloß so ein Auto-Dings.
verleitet einen doch immer wieder hier zu kämpfen. Jetzt ist aber Schluss. Munition ist gleich alle. So, durch da. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Viele XP gibt es dafür nicht hier für die. Naja, fahren wir mal zurück zur Stadt. Und wieder laufen, laufen. Yeah, yeah. Komisch, da draußen war Schnee alles. Hier drin ist nichts. Naja. Jetzt sind wir hier bei... Nee, da wollten wir nicht hin. Wollten ja zu Doktor. Jack ist das Schlimmste, was diesem Planeten je passiert ist. Ach, hier oben ist er ja. So, hier können wir gleich die. Die nicht, die nicht. Die. Explosionsschaden macht die. Aber 10 Schuss. Die auch nicht, die aber. Ah ja, und der Glasmod, der uns nichts bringt. So, das war's. Viel Glück. Können wir ja nochmal Munition auffüllen. Ja, die benutzt die Munition von der Machine Gun. Die andere ist voll. So. Gehen wir mal ab. Ja, dann lade ich nochmal nach. Ach ja, ich sollte die Effekte dieser E-Tech-Waffen an Banditen studieren. Im Moment sieht's folgendermaßen aus. Mhm. Sie sterben, wenn du genug auf sie schießt. Habe ich bereits erwähnt, dass ich keine Approbation habe? Ja, hast du. So, das Ding ist immer noch nicht aktiv. Schilder hatte der, aber wir haben jetzt eine Handfeuerwaffe gekriegt. Ah. Ach, die hat er auch gleich ausgerüstet. Aber eine Handfeuerwaffe haben wir ja drin. Ah, die macht 69 Schaden. Mal vergleichen. Ach, zeigt er hier gar nicht an. Müssen wir so. 90. Die hat ein bisschen besser. Dafür hat die eine bessere Feuerrate und bessere Ladegeschwindigkeit. Die hat 35 Schuss. Meine hat nur 9 Schuss. Aber die behalten wir trotzdem noch. Aber wir müssen hier nicht zwei Handfeuerwaffen drin haben. Ach, jetzt haben wir das Maschinengewehr gar nicht mehr. Nimm mal die mit rein. Ach, die wollte er haben, deswegen hat er uns die Pistole gegeben. Oh, das ist ja fies. Aber na gut. Müssen wir mit leben.
Oh, die lädt aber schnell nach. Ist ja sehr witzig. Wir können aber auch mal ein bisschen mit der... Ist das jetzt hier unsere Maschine? Das ist ja unsere geile Sniper. Na gut. Die eine Lüge wert sind. Besorgen Sie sich die neue Ausgabe von Achtung Einmeldung. Schauen Sie wieder rein für neue Ausgaben. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Einmeldung mit Hunter Hellquist. Haben wir hier unten vielleicht noch was gehabt? Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Sind das jetzt echt alle? In Sanctuary. Danke. Alle Nebenmissionen? Euer fortwährender Widerstand gegen Hyperion hat euren eigenen Untergang besiegelt. Während Hyperion auf ein besseres Morgen zusteuert, bleibt ihr freiwillig in der Vergangenheit, in der Dunkelheit. Es ist euer eigener Starrsinn, der euch den Tod beschert und uns allen eine bessere Zukunft. Keine neuen Jobs. Aha. Ja, auch nicht. Leider kann ich dich nicht anheuern, um Kochzeug auszumerzen. Ja, dann haben wir wohl alle Nebenmissionen gemacht. Dann gibt's quasi nur noch eine. Ja. Müssen wir erst die Hauptmission wieder machen. Ich wollte das hier noch mitnehmen. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Ach, das hatten wir ja schon mal. Das taucht dann immer wieder auf. Okay, gut zu wissen. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary... Wo ist denn das jetzt hier überhaupt? Ach, das ist auch wieder draußen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges. Können wir wieder hinreisen. Etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Wenn ich das jetzt nochmal finde hier... Ich glaube, das war hier vorne. Ich habe mich wohl verlaufen. Ja, ich auch. Da haben wir immer noch keinen Schlüssel, ne? Nee. So, dann schauen wir mal. Das ist ein guter Look für dich. Gehen wir mal dahin. Jetzt sind wir bloß außerhalb. Munition am Bam. Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Munition war mal voll. Kein Geld zurück. Ja, ist in jedem Fall schlechter. Ich habe okay. Auto her. So, wir müssen da lang. Heißt das hier über die Brücke? Sieht so aus. Wollen wir hier rüber müssen? Hier, das Lager hatten wir doch auch schon komplett. Die sind jetzt aber alle wieder da. Na gut. Da müssen wir rein. So, Geschützturm hin. Ach, das sind ja wieder die mit ihrem Flammenwerfer. Weg. Noch einer. Ach, das heftet sich so ran. Ist ja
sehr interessant. Schlechtes Schild. So, wo ist denn hier der Bub? Der hat doch hier gerade noch großmütig. Naja. Können wir hier noch ein bisschen rumwühlen? Aua. So, wir müssen da rein. Oh. Das sind so... Das sind so kleine wie Pfeile, die die jetzt schießt und die explodieren, dann brennen die. Ist ja mal auch nicht der schlecht. Der Feuerhawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Feuerhawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Was ist das denn? Ach, für die Sirenenglasmut. Ja, schön. Schön. Noch voll. Alles schlechter. Und noch was zu verkaufen? Nee. Sei vorsichtig da draußen. Haben wir auch nicht. So. Halt dich raus, Kammerjäger! Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seine eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Tja. Die haben keine Chance. Wir haben fettes Geschütz. Nehmen wir gleich wieder mit. Brauchst nicht zu lange zum Aufladen. Ja, das sieht aber mal hier richtig schön. Könnte man ja richtig klettern. Ah, hier ist bestimmt Wasser drunter. Ich warte jetzt nur, dass mein Geschütz wieder bereit ist. Nicht, dass hier Massen von... Ich glaube, ich muss da runter. Und schauen wir uns erstmal hier oben um. Aha. So. Dixie-Klo gibt's hier auch. Geht aber nicht auf. Scheint in da drin zu sein. So. Was gab's dann heute zur Post? Gar nichts. Außer ein bisschen Muni. Ja, hier ist nichts. Okay. Ja, dann bleibt uns doch nichts anderes übrig, als hier unten. Ah, hier ist auch noch was. Erstmal. So. Ja, da unten sehe ich schon auch noch einen Haufen. Nein, 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 nein.
die jetzt von hinten? Tatsächlich. Diese kleinen Sticker. Wie hält denn der so viel aus? Ah, jetzt reicht's. Kann aber ganz schön weit mit seinem Feuerstrahl. Aber jetzt hat er keine Chance mehr. Dabei war das nur ein ganz normaler Gegner. Da gehen wir dann runter. Ich will jetzt mal wissen, was da ist. Hier so. Das hier eine Seilwinde. Könnten wir mal einen Geschützturm runterschmeißen. Das Ding schießt tatsächlich Raketen. Das ist ja nicht schlecht, das Teil. So. Was? Oh, er brennt. Was rennt's denn da auch durch? Nee, hau du ab. Ich muss hier lang. Schon wieder so einer, der so heftig ist. Rückzug. Erstmal Rückzug. So. Noch ein Skype für das Geschick. War er wohl doch nicht so hart. Junge, Junge, Junge. Wie viel werden da unten noch sein? Ich hoffe, jetzt ist mal gut. So, ich habe gesehen, hier kann man hoch. Gehen wir mal eben. Vielleicht gibt es ja hier was Interessantes. Auf jeden Fall eine Toilette. So, geschützt ist wieder bereit. Hier war noch ein Schild drin. Ach so, da hätte ich ja darauf springen können mal. Mal gucken. Okay, da ist nichts. Was haben wir hier unten noch? Hier unten haben wir auch noch welche.
Ich habe immer das Gefühl, hinter mir wäre wieder einer. Ach, hier ist einer. Mit Schild. Machen wir mal hier ein bisschen. Ein Schläger. Der greift seine eigenen Leute an. Level up. Ist aber schlechter wie meine. So, kann man wieder einen Punkt verteilen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Schnitt. Schusswaffen, Schaden und deine Bewegungsfähigkeit in Kämpfen um. Machen wir mal hier. So. Gucken wir mal noch nach. Nichts mitnehmen. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.